Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Lite Let's Plays. In diesem Part werden wir in Klasse vs. Klasse Gambit spielen und damit ab rein geht's. Ding! 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 Der Hohn ist im Anmarsch! Ich hab schon hässlich gesehen. Und funktioniert das diesmal? Naja. So 50-50. Ich bin die Hälfte von unserem Team sind Titanen. Und dann haben wir noch einen Jäger. Also, es könnte schlechter sein. Und dann auch selbst so, dass wir sowieso, glaube ich, abgeschaltet sind, weil da irgendwas mit Error Codes irgendwie so ist. Keine Ahnung, wie das genau aussieht, ist mir jetzt auch nicht weil, ist mir eigentlich auch ziemlich egal. So oder so ist es nun mal so, wie es ist. Okay. Das war eine komische Landung. So oder so haben wir jetzt mindestens mal 6 Partikel, aber gleich wird uns eh die Tür von der Nase zugeknallt. Und das gesagt hat eben, da wird gleich ein Blocker kommen. Also zumindest kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die direkt zu Anfang einen reinballern. Halt, weil wir relativ lang gerade brauchen, um einen mit 15 zu haben. Und zumindest habe ich das Gefühl. Okay, was zum Teufel war das gerade für eine Nummer? Schön. Und klar, man kann auch mit weniger als 15 Partikel danken, aber das ist halt... Ich weiß nicht, das lohnt sich für mich zumindest nicht. Auch wenn ich hier deutlich schneller sein sollte damit. Ja, komm. Ihr verliert Partikel. Die Blocker müssen verschwinden. Nicht mehr gut, eben waren wir sogar schneller, aber ja, sieht man ja, wie gut das gehalten hat. So. Trägt erstmal noch 2 15er. Ja, schön, dass der da Eindringling ist. Dann können wir den mal wenigstens ein paar Partikel wegnehmen. Ach, da ist ein Schutz dran. Ja, wo denn? Ja, das war es definitiv nicht. Dafür hat er zu wenig Partikel gegeben. Hier ist aber... Jetzt schon? Ha. Das klingt schnell. Anders, jetzt nehmen wir noch im Bestfall 2 weitere Partikel. Zum ganz einfachen Grund, weil es dann voll ist und dann wird es völlig umsonst, weil das sowieso voll gemacht wird, bevor das überhaupt irgendwie nützlich ist. Okay, das hat nicht gerade den größten Schaden gemacht. Wenn da hinten jetzt hier gestorben ist, dann müsste das eigentlich heißen, dass da auch der Eindringling ist. Bingo. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Achso. Klar, jetzt in dem Moment ist er natürlich wieder weg. Ja, okay. Also den Schaden kann man so akzeptieren. Was man eigentlich nicht dafür akzeptieren kann, ist, wie lange es gedauert hat, um hier überhaupt in dieses Match reinzukommen. Ich finde, das war irgendwie so 3 Minuten Wartezeit oder sowas. Viel zu lang so gesehen, aber... Na, was soll man machen? Ja, wo ist dieser besagte Eindringling? Schön, wir haben einen Uhrzeitner halb tot. So viel dazu. Der kam auf jeden Fall. Ach, von der Seite auf jeden Fall. Andererseits, wenn wir jetzt schnell genug sind, können wir es sowieso schaffen, den verlorenen Schaden wieder mitzumachen.
Wir haben uns gesagt, halt so schnell wie möglich wieder dem ordentlich reinzubringen. Schaden reinzumachen. Das macht schon wieder super viel Sinn. Da war überhaupt einer. Auch mal gut zu wissen. Na dann ab wieder drauf da auf den guten. Ja. Also den Schaden haben wir da ganz schnell reingehauen. Genauso wie diese Uhrzeit in der gesamten halt einfach 0, nichts ab erledigt werden. Also dem wie zum Teufel an die schon wieder so stark aufgeholt. Ja, donnernder Anwärter. Na, das ist doch was. Auf jeden Fall geht's dann, würde ich da noch auf ins nächste Match. Aber vorher gehen wir natürlich jetzt erstmal allen ihre Bewertungen. Da würde ich sagen, sieht die Rüstung hier von dem am besten aus. Der kriegt Urzeitleinstinkt und der kriegt Besonnen. Denke ich mal, das ist eine ganz faire Bewertung. Nur 15 Partikel ist halt nicht gut. Ding. 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 Max auf dem Feld. Ja. Natürlich sind es jetzt wieder die Schrottroboter. Wenn du Max fangen statt töten willst, könnten wir die Stromversorgung der Stadt verdoppeln. Ich meine. Ja, das wäre definitiv eine Option. Ist dann die Frage, warum hat das noch niemand umgesetzt? Halt deinen Geist fest. Erledige die Ziele, schnapp dir die Partikel. Und natürlich sind wir direkt wieder auf der gleichen Karte. Wäre mal ein Wunder, wenn Scambert irgendwie schaffen würde, mehr als gefühlt 3 Karten insgesamt zu haben. Aber ich sag ja nur. Ja, direkt erstmal den Granatenwerfer rausziehen, wo man sowieso nichts mit dem Teil anfangen kann. Was macht denn mehr Sinn? Also waren auf jeden Fall noch nicht 15 Partikel, das steht schon mal fest. Ja, gerade mal 9. Irgendwie funktionieren diese Runden irgendwie nicht mehr ganz so, wie sie es eigentlich tun sollten. Das war eine komplett verschenkte Möglichkeit. Ja gut, das hat auch noch mal sehr viel anders funktionieren können. Was ist denn jetzt los? Das war komisch. Okay, irgendwas spinnt hier gerade komplett rum. Eigentlich habe ich den jetzt schon 3-4 Mal kaputt geschossen. Und irgendwie hat das kein einziges Mal gezählt bis jetzt. Und die Drops auch. Okay, was zum Teufel ist jetzt hier gerade los? Irgendwie spinnt hier alles gerade total. Hä? Okay. Oder ich würde sagen, man lassen es an der Stelle. Ein guter Schluss, spinnt das nochmal rum und da habe ich keine Lust drauf. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Da das mit Gambit jetzt nichts wirklich funktioniert hat, machen wir jetzt hier einfach noch schnell einen Altar der Reflexion. Das ist ziemlich offensichtlich, dass das natürlich nur dazu dient, hier die Zeit bis noch zu kriegen. Aber ja. Gehen wir jetzt hier möglichst schnell durch. Wir haben hier X mit Strichen, Fisch, Linien und C-Tisch. Also X mit Strich. Fisch ist hier drüben. Linien und C-Tisch. Und dann haben wir das eigentlich relativ fix.
Also hier wird es immer so schnell wie möglich durchgerannt. Effektiv nur dafür, da ein paar Minuten mehr zu haben, aber wer sich nicht geben will, muss das ja nicht. Also A zählt sich, die sind beide im gleichen Bereich. Linien sind da hinten, das ist auch im gleichen Bereich, so eine Art. Das ist alles auf der gleichen. Also A zählt sich Linien, X Linien. Also in etwa. So. X-Linien. Ja, Linien und dann X-Linien so rum. Auf jeden Fall machen wir das jetzt hier auf jeden Fall noch. Und dann ist ja eigentlich wirklich Schicht durch Acht. Hä? Bin ich irgendwie blind? A, C-Tisch, Linien, X-Linien. Also A. C-Tisch. Linien und X-Linien. Das ist. Kann ja aber nicht wahr sein, dass das eben falsch gewesen ist. Na dann, jetzt aber. Sag ich doch, das geht doch mal. Dies ist auf jeden Fall mal etwas. Den ganz Quatsch nur für nichts wieder nicht so gesehen. Merkt man mal, wie sinnlos der Quatsch hier ist. Trifft das überhaupt? Natürlich tut's das. Nur bringt dieser Beyblade hier gerade gar nichts. Granatenwerfer ist auch so komisch. Ich meine, wie benutzt man den richtig, bitteschön? Hat dieser Pfeil hier gerade so viel Schaden gemacht oder was war das? Ja, ist auch nicht weiter wichtig. Ja, komm. Er wird aber alles nicht links und rechts niedergesprayt. Und diese Motten kann man eigentlich auch links liegen lassen. Ich bin gerade die zweite bekommt, erreicht uns ja nicht mal mehr. Also, ja. Oder doch? Na, sieh mal einen an. Der Mars wurde einer äußerst strapaziösen Autopsie unterzogen. Eine Obduktion seines Untergangs. Daten wurden extrahiert. Lektionen gelernt. Der Zeuge spuckte ihn zurück. Bedeckt von belastenden Fingerabdrücken. Macht dich das wütend? Ja, selbst wenn es das tun würde, letztendlich können wir sowieso nichts mehr dran ändern. Also von daher ist es halt passiert und letztendlich kann man nur so weitermachen, wie es halt so weitergeht. Und damit möchte ich jetzt aber wirklich sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.